Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Heute zur vierten Masterclass schon. Und heute wollen wir eintauchen in unsere Nicht-Selbst-Themen und wie wir in diesen Release-Zustand gehen, damit wir uns eben nicht mehr ständig von diesen Nicht-Selbst-Themen beeinflussen lassen. Unsere Nicht-Selbst-Themen sitzen in ganz vielen Bereichen unseres Designs. Ja, wir haben ein Nicht-Selbst-Thema schon in unserem Energietyp, da haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Wir können die konditioniert werden, vor allem in unseren undefinierten Zentren. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir haben auch in den definierten Zentren die Möglichkeit, konditioniert zu werden. Ja, wir werden heute über die undefinierten Zentren sprechen, über die offenen Zentren, weil da einfach die Konditionierungsfläche viel, viel größer ist, weil wir da halt einfach leer sind und gefühlt werden von außen. Aber macht euch halt bewusst, das bedeutet nicht, dass du ein definiertes Zentrum hast und alles ist fein, sondern wir werden natürlich einfach konditioniert in allen unseren Bereichen und oft ist so in den definierten Zentren wird halt einfach das zu viel runtergefahren, während wir in den undefinierten Zentren uns ständig zu wenig fühlen und irgendwas reinlegen, was da nicht ist. In unseren undefinierten Zentren nehmen wir Energie erstmal auf, sind wir empfangend. Ja, alles, was von außen irgendwie auf uns zukommt, saugen wir in uns ein. Zack. Und das Ding ist tatsächlich, das ist grundsätzlich gar nicht schlimm. Dafür sind ja diese Zentren da. Sie sind da, um sich Energien von anderen auszuleihen. Sie sind da, um ein großes Spektrum an Weisheit aufzubauen, in dem sie ganz, ganz viele Facetten eben wahrnehmen können, weil sie eben nicht geprägt sind, vorgeprägt sind von einer Energie, sondern die Möglichkeit haben, ganz viele verschiedene Arten der Energie aufzunehmen. Da uns das aber einfach nicht bewusst ist, weil wir das ja nicht von Anfang an gelehrt kriegen, ich glaube, es sollte ein Human Design Schulfach geben, meiner Meinung nach. Also, da wir das nicht von Anfang an wissen, ist unser Problem, dass wir diese Energien in uns aufnehmen und sie darin abspeichern. Wir lassen sie nicht wieder los. Und wir glauben dann, dass es unsere eigene ist. Und aus dieser Überzeugung heraus handeln wir ganz oft. Und das ist auch das, warum wir unsere Autorität ganz oft nicht hören können, weil wir eben aus diesen undefinierten Zentren so viel Energie aufnehmen von außen, dass wir gar nicht mehr hinhören, was wirklich in unserem Alignment für uns die Wahrheit ist. Und was wir uns auch nochmal bewusst machen dürfen, wenn wir ein Zentrum undefiniert haben und jemand kommt in unser Feld, hat dieses Zentrum definiert, dann nehmen wir es nicht nur auf, wir verstärken es auch noch. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, ich habe einen undefinierten Solarplexus, mit einem definierten Solarplexus, dann fühle ich nicht nur seine Emotionen, nein, ich verstärke diese Emotionen in mir noch. Das heißt, ich fühle das viel, 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 viel krasser als derjenige, der sie wirklich hat, diese Emotionen. Und auch das sollten wir uns bewusst machen. Es ist in allen Zentren so, dass wir die Dinge verstärken und dadurch einfach noch viel mehr Fläche natürlich in uns aufnehmen und oft ja auch viel mehr, also zurückgeben. Ja, ich habe früher meinen Sohn dann immer angerannt. Der kam, mir ging es total gut. Mein Sohn kam zur Tür rein mit seiner emotionalen Welle und auf einmal war ich völlig genervt, habe den angeranzt, war irgendwie schlecht drauf und habe gedacht, hinterher habe ich immer gedacht, was ist los mit mir, Steffi? Es war alles gut den ganzen Vormittag. Das Kind kommt rein und du hast schlechte Laune. Was ist dein Problem? In dem Moment konnte ich das aber immer nicht greifen. Jetzt durch Human Design habe ich verstanden, der kommt rein und ich übernehme halt diese Menge an Emotionen, mache sie halt auch noch größer in mir. Und wenn ich nicht bewusst habe, dass es nicht meine sind und ich nichts damit machen muss, dann haue ich die halt raus. Tata. Ja? Und das macht euch halt bewusst und das ist in allen undefinierten Zentren so. So. Das Ding ist tatsächlich, dass das einen gewissen Suchtfaktor hervorrufen kann, diese undefinierten Zentren. Weil wir Menschen mögen die Leere nicht so gerne. Das ist aber der Ursprungszustand unserer undefinierten Zentren. Die sind leer. Leer. Stille. Ruhe. Entspannung. Alles ist fein. Das ist der Ursprungszustand unserer undefinierten Zentren. Aber wir können Leere, Entspannung, Ruhe nicht gut aushalten. In dieser Gesellschaft haben wir nicht gelernt. Und dementsprechend suchen wir regelrecht, ja, also wir entwickeln eine Sucht nach diesen Energien, um sie in uns aufzunehmen, in unseren undefinierten Zentren. Und dann rennst du im Prinzip wie so ein Drogenjunkie durch die Straßen auf der Suche nach dem nächsten Schuss von Energy, damit du dich fühlst. Und das Ding ist, wenn wir diese Sucht befriedigen, dann übergehen wir tatsächlich unsere Signale im Körper immer und immer und immer und immer wieder. Und dadurch hören wir weder unsere Autorität noch folgen wir unserer Strategie, sondern wir folgen eigentlich diesem Gefühl nach, ich brauche den nächsten Schuss.
Und eigentlich ist das Einzige, was wir tun können und dürfen, ist, uns zu lösen aus all diesen alten Geschichten. Aus der Verbindung zu anderen, auch ganz wichtig, gerade am Anfang von Human Design, ganz, ganz bewusst immer wieder in die eigene Energie zu gehen, immer wieder in die eigene Aura zu gehen, nicht immer mit Menschen zusammen zu sein, um sich überhaupt fühlen zu können. Du kannst dich doch gar nicht fühlen, wenn du 24/7 mit irgendwelchen Menschen zusammenhängst. Das geht nicht, weil dann bist du nie in deiner eigenen Energie. So, also das ist eigentlich das, was du aktiv dazu beitragen kannst, um eben auch diesen Nicht-Selbst-Themen zu entlarven, ist, viel mehr Zeit in deiner eigenen Energie zu verbringen, um zu fühlen, was ist es eigentlich ohne die anderen. Dann gehen wir rein in die Zentren und wir starten mal unten. Offenes Wurzelzentrum, das sind oft die Adrenalin-Junkies. Ja? Die nehmen den Druck der anderen wahr. Der Punkt ist, eine undefinierte Wurzel in ihrem feinsten Zustand ist super entspannt. Aber undefiniert offen heißt, ich nehme alles auf aus dem Außen. Das heißt, der Druck der definierten Wurzeln schiebt sich in die undefinierten Wurzeln und denkt dran, es verstärkt sich auch noch. Das heißt, du empfindest diesen Druck, den eine definierte Wurzel in sich vielleicht trägt, als viel, viel stärker als die definierte Wurzel selber. Und das sind dann so Menschen, die oft tatsächlich einem Adrenalinstoß nach dem anderen hinterherjagen. Also wenn es so ganz krass ist, sind es tatsächlich die, die auch dann irgendwie Bungee-Jumping gehen und nochmal Fallschirm springen und das und das und das noch machen, um eben wirklich sich lebendig zu fühlen. Also das ist so dieses Thema von, ich fühle mich sonst nicht lebendig. Ich fühle mich sonst nicht lebendig. Was die auch ganz schnell verspüren, ist diesen FOMO. Kennt ihr FOMO? Fear of Missing Out. Das ist eine Technik, die im Marketing gerne angewendet wird. So dieses, es ist nur noch ein Platz verfügbar. Und wenn du jetzt nicht kommst, dann verpasst du das Event deines Lebens und du wirst nicht erfolgreich. Und das funktioniert bei einer undefinierten Wurzel so geil. Wie sagst du, eine undefinierte Wurzel in einem ungesunden Zustand, ja, bist du fein mit deiner Wurzel, hast du dem noch kein FOMO, aber in einem ungesunden Zustand ist es ein, oh Gott, ich könnte was verpassen, ich muss dabei sein. Und die undefinierte, am liebsten gleich alles sofort und nochmal und hier nochmal gucken und ich muss jetzt nochmal und da muss ich auch nochmal reinschauen, ach und scheiße und übernächste Woche schreibe ich auch noch das und da muss ich auch noch reinschauen. Da ist der Stress extrem hoch und halt so aufeinander gepackt. Also die haben wirklich auch immer so ewig lange To-Do-Listen ganz oft und die rennen dann von einem zum anderen und die brauchen das aber. Der Punkt ist, sobald die keinen Stress haben, sobald die keine To-Do, also keinen Punkt mehr auf ihrer To-Do-Liste haben, fühlen die sich lost. Und das ist dieser Suchtfaktor dahinter. Dann suchen die sich die nächste Aufgabe. Dann suchen die sich den nächsten Stress. Dann suchen die sich das nächste Problem, weil nur unter Druck funktioniere ich. Sakral, undefiniert ist sakral, das sind die Energievampire. Kann sich tatsächlich bis hin zu einer Sexsucht auch ausprägen. Weil es ja auch unser Zentrum für Sexualität, unser Sakralzentrum. Das bedeutet, wenn du ein offenes Sakralzentrum hast, dann kann es sein, dass eben eine Sucht nach Sex besteht. Es sind vielleicht dann auch Menschen, die schneller mal untreu werden, weil die ständig irgendwie diese Leere damit füllen wollen, mit dieser sexuellen Energie. Kann sich aber auch äußern in einer Sucht nach Arbeit. Ja, das sind die Workaholics. Die Workaholics, das können die auch ziemlich lange durchhalten, weil die ziehen ja die Energie von den sakralen Wesen. Und jetzt Achtung, sakrale Energie, das Sakralzentrum ist das, was sich mehr verstärkt als alle anderen. Bei den anderen sagen wir um das 30-fache verstärkt. Das Sakralzentrum verstärkt sich in einem nicht-sakralen Wesen um das 200-fache. So, und jetzt wisst ihr, was passiert, wenn ein sakrales Wesen auf ein nicht-sakrales Wesen trifft. Das sakrale Wesen ist ja schon der Duracell-Hase. Wenn das nicht-sakrale Wesen dazu kommt, dann kriegt es nochmal die doppelte Energy on top. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die losrennen. Ja? Und wenn sie das eben unbewusst nutzen, dann sind die halt immer on fire. Dann sind die immer am Arbeiten. Dann sind die immer unter Strom sozusagen. Und irgendwann fallen die halt einfach um. Das sind so die, die ganz oft auch unter Burnout irgendwann leiden. Das macht einfach, buff, von heute auf morgen, da geht nichts mehr.
Nicht-sakrale Menschen, die ständig in der Sakralenergie der anderen rumrennen, sind auch körperlich ganz, ganz oft krank. Wenn du also ein nicht-sakrales Wesen bist und du hast körperlich immer und immer wieder Probleme, ja, dein Körper knockt dich immer und immer wieder aus, regelmäßig, ist es ein Zeichen für dich, dass du viel zu viel in der sakralen Energie anderer hängst. Weil das die einzige Möglichkeit, dass dein System dich irgendwie davon abhalten kann, ist, dich krank zu machen. Und es wird es tun. Und das ist halt dann diese Sucht danach, sich ständig mit dieser Energie auffüllen zu müssen. Und weil sie das halt auch noch um das 200-fache verstärken, die sprühen ja dann nur so vor Energie. Aber die wissen halt einfach nicht, wann Ende ist. Ein sakrales Wesen weiß ja, wann Ende ist. Ein sakrales Wesen ist irgendwann ready und fällt um und schläft. Und dann lädt es auf im Schlaf. Ein nicht-sakrales Wesen weiß nie, wann es fertig ist. Schläft dann vermutlich auch noch relativ wenig und lädt halt nie auf, also beziehungsweise lädt ja eh nicht auf, weil ist ja kein Sakral da grundsätzlich. Das heißt, da ist es halt irgendwann ein komplettes Ausbrennen und dann macht der Körper einfach dicht. Das ist wirklich dann purer Erschöpfungszustand des Körpers. Die haben andere Talente, Fähigkeiten, Gaben in sich, die sie nach draußen tragen können, je nachdem, welche Zentren ja bei ihnen definiert sind. Die dann aber nichts damit zu tun haben, dass sie dafür Motorenergie bräuchten. Wir sind ja als sakrale Wesen, wir sind ja die Erschaffer, wir sind ja dafür, sind wir designt worden, um zu erschaffen. Deswegen haben wir ein Sakral. Die anderen Typen sind ja nicht hier, um zu erschaffen. Die sind hier, um uns sakralen Wesen Aufgaben zu geben, die wir erschaffen können. Und das ist natürlich, die wollen das ja, unsere Welt wurde so nicht aufgebaut. Das heißt, gerade die nicht-sakralen Wesen leben das ja in den seltensten Fällen, wirklich sich zurückzulehnen und ihre Rolle als Führer, als Koordinator, als Ideengeber, ja, nehmen die ja in den seltensten Fällen wirklich ein. Aber das ist ihre Aufgabe. Milz. Milz ist die Sucht nach Sicherheit, die Sucht nach Wohlgefühl. Ich möchte mich wohlfühlen. Ja, danach suchen wir. Und leider Gottes sind das dann oft die, die in so toxischen Beziehungen und Situationen schnell stecken bleiben. Also schneller stecken bleiben als ein definiertes Milz. Weil gerade wenn die mit jemandem zusammenkommen, der ein definiertes Milzzentrum hat, dann haben die das Gefühl, also das ist gar nichts, hat nichts mit der Person zu tun. Alleine diese Energie des Milzzentrums, sobald die das in sich aufnehmen, gibt so ein riesiges Gefühl von, oh, hier bin ich sicher. Der Mensch kann noch so kacke zu dir sein. Alleine diese Energie des Milzzentrums ist ein Gefühl von, oh, hier fühle ich mich wohl. Und deswegen sind das Leute, die relativ lange auch oft an Beziehungen festhalten, die eigentlich nicht mehr gut sind, wo sie eigentlich wissen, ist auch so eine Sucht nach Gewohnheiten. Das mache ich schon immer so. Das brauchen wir nicht verändern. Das hat jetzt schon 30 Jahre klappt das jetzt so. 30 Jahre geht es mir jetzt gut, wenn ich es so mache. Warum soll ich es jetzt anders machen? Tut sich eine undefinierte Müll nicht ganz so leicht mit. Und dir das halt bewusst zu machen, mal so in dein Leben zu schauen, wenn du ein undefiniertes Milzzentrum hast. An wie vielen Menschen, an wie vielen Situationen in meinem Leben halte ich noch fest, wo ich eigentlich weiß, ja, mein ganzes System schreit, will ich nicht, meine Autorität sagt mir ganz klar, raus da, aber meine undefinierte Milz fühlt sich einfach total sicher da. Eine undefinierte Milz zum Beispiel, das sind auch so Menschen, die sich unheimlich schwer tun, wenn es um diesen Schritt zum Beispiel in die Selbstständigkeit geht. Den Job loszulassen. Oh. So, Solarplexus. Sucht nach Harmonie. Bloß keine Konflikte. Bloß kein Streit. Bitte lasst uns alle lieb haben. Teletubbies schmusen. kann sich natürlich auch andersrum, ja, also gleichzeitig entsteht die Sucht nach Gefühlen, ja, also es kann sich immer auf zwei Seiten zeigen, entweder eben dieses so, oh nein, bloß keine Konflikte, du hast recht, entscheide du, ist schon in Ordnung, du darfst es aussuchen, wir machen das so, wie du das magst, oder andere Seite, diese Energie aufnehmen, der anderen verstärken und dann richtig rauspratzen, also dann so ohne Rücksicht auf Verluste, diese Gefühle, die wir aufnehmen, wieder zurückschmeißen in den Raum. Ja, das sind so diese emotionsflexiblen Menschen. Ich habe keine schlechte Laune, ich bin emotionsflexibel, habe ich früher mal gesagt.
Weil ich halt auch tatsächlich einfach, da kommt der eine in den Raum im definierten Solarplexus, ist schlecht drauf und ich mache. Und dann kommt der nächste in den Raum, ist gut drauf im definierten Solarplexus und ich mache. Also bei mir geht das ja innerhalb von Sekunden, verändere ich meine Energy. Ich gucke mir einen Film an, der total traurig ist, dann heule ich, die Szene ist vorbei, ich höre auf zu heulen und alles ist wieder gut. Also das ist so ein, ja? So ein Bam, Bam, das ist der Undefinierte. Der Definierte hat ja eine Welle, da geht es nicht einfach rein, raus. Der Undefinierte nimmt die Energie auf und dann macht, habe ich nicht, habe ich, habe ich nicht, habe ich nicht, so, ja? Und das ist halt ganz wichtig auch zu wissen. Also zum einen, dass undefinierte Solarplexi eben dazu neigen, weil sie so oft diese Gefühlswellen der anderen übernehmen. Und gerade auch so in der Kindheit, wenn Mama und Papa einen definierten Solarplexus haben und du ständig diese Gefühls, diese emotionalen Wellen übernommen hast und als Kind ja auch immer alles auf dich projizierst und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, oh, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich hier, dann wird Mama wütend oder und du hast es halt in dir ja auch gefühlt. Also, was haben die Kinder gelernt? Ich halte mich lieber zurück. Ich ducke mich, dann passiert mir nichts. Also habe ich am besten einfach keine Meinung mehr. Mach es dem anderen einfach recht. Immer lieb und nett. Bloß keine schlafenden Hunde wecken. Uiuiui, keine Welle lostreten. Sondern das ist halt echt das eine. Und das andere ist wirklich dieses immer irgendwie auf der Suche zu sein nach Beziehungen, wo einfach alles sehr leidenschaftlich ist, wo immer viele Hochs und Tiefs sind, wo Drama drin ist, so, um eben diese Gefühle, um sich selbst zu fühlen tatsächlich. Ja, dieser Druck danach, ich muss mich fühlen und dafür brauche ich einen Menschen, der mich in diese Gefühlswelt mitnimmt. Und das ist passiert halt ganz unbewusst. Wir suchen uns dann ganz bewusst auch Partnerschaften aus mit definierten Solarplexi, wenn wir unbewusst mit unserem Zentrum. Ego. Herz. Herz. Sucht nach Anerkennung. Es geht tatsächlich darum, dass du immer auf der Suche bist danach, dass andere dir sagen, dass du etwas gut gemacht hast. Du brauchst diese Bestätigung. Und das kann halt auch echt in der Sucht enden. Also ja, es ist auch wichtig, gerade bei Kindern zum Beispiel, die ein undefiniertes Ego haben, die zu loben, aber eben nicht aus der Suchtbefriedigung heraus, sondern wenn wir das Kindern von Anfang an einfach auch erlauben, dass sie anerkannt werden, dann entwickeln sie erst gar nicht die Sucht. Sucht entsteht ja immer dann, wenn etwas nicht verfügbar ist die ganze Zeit. Dann haben wir eine Sucht danach. So. Und im Erwachsenenalter ist es dann wirklich so ein, wir tun Dinge, um anerkannt zu werden. Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Dinge, wo wir eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Das heißt, wir erledigen noch irgendwas für unsere beste Freundin, damit sie uns hinterher sagt, dass wir ihre Rettung sind und Gott sei Dank habe ich dich in meinem Leben. Was würde ich nur ohne dich tun? Oh, das undefinierte Herz blüht so auf, wenn es solche Sätze hört. Ja? Weil das Ding ist, wenn wir diese Anerkennung versuchen, auf Biegen und Brechen zu bekommen, ohne darum zu bitten und sie dann nicht bekommen, dann fallen wir in so ein tiefes Loch voller Selbstzweifel. Oh, ich war nicht gut genug. Meine Kunden haben gar nicht gesagt, dass ich das toll gemacht habe. Scheiße, das war bestimmt total kacke. Die buchen nie wieder was bei mir. Oder, ja, solche Geschichten kommen dann halt einfach hoch. Anstatt einfach danach zu fragen. Und dann suchst du die Schuld bei dir. Dann zweifelst du deinen Wert wieder an. Dann glaubst du, du bist nicht gut genug. Dann glaubst du, deine Preise sind zu hoch oder dein Angebot ist zu schlecht oder was auch immer. Also darum geht es tatsächlich, dass ihr, natürlich ist das schön und das ist auch in Ordnung. Und also lernt auch bitte es anzunehmen. Das ist halt wieder Punkt 2. Das undefinierte Herz kriegt dann die Anerkennung. Und dann ist oft so, ach ja, passt schon. Nimm es auch an. Ja, saugt es in mich auf. Das ist okay. Frag danach. Mach dich aber nicht abhängig davon. Tu nicht 1000 Dinge, die dir nicht entsprechen, um Anerkennung zu bekommen. Tu die Dinge, die dir Spaß machen und dafür kriegst du automatisch Anerkennung. Also unser Herzzentrum ist ja unser energetisches Zentrum in unserem Human Design. Ist auch das, wo unser Nicht-Selbstthema am größten ist. Ja, also da hier liegt das größte Nicht-Selbstthema. Selbstwert. Was glaubt ihr, warum in der Coaching-Welt der größte Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug? Kommt aus dem undefinierten Ego. 80% der Menschen haben ein undefiniertes Ego. Merkst du was? So.
wir fühlen uns aber magnetisch hingezogen zu den definierten Herzen, weil die füllen uns ja diese Energie auf, ja, dieses, ach, ich bin eh die Beste, so, ich kann das, ich weiß, ich gehe schon und ich brauche eure Rückmeldung nicht. Das ist eine geile Energie, davon fühlen wir uns angezogen und das ist gerade in dieser Coaching-Bubble sehr gefährlich übrigens. Wenn da oben einer steht mit dem definierten Herzen und dir erzählt, was du alles schaffen kannst, du musst es nur wirklich wollen. Ich denke mittlerweile mal, ich habe kein definiertes Herz. Ich habe diese Willensstärke nicht und vielleicht will ich es heute und morgen will ich es nicht mehr. So, aber wir wollen halt trotzdem, wir sind halt total schnell in dieser Energie von denen drin und dann fühlen wir uns da so umhüllt und haben halt das Gefühl, während wir in der ihrer Energie sind, können wir alles schaffen. Und das sind so Menschen, die dann oft bei so Coaches hängen bleiben und das Gefühl haben, ohne diesen Coach kann ich nicht mehr. Ja, also in der Coaching-Welt, gerade das undefinierte Herz oder das definierte und das undefinierte Herz, sollte man sich da sehr genau angucken. Da rutscht man so schnell in so Abhängigkeitsgeschichten. Deswegen ist mir ja auch immer wichtig, dass wir Achtsamkeit schulen mit Human Design. Dass nicht nur wir wissen, was unsere Energie ist, sondern auch wissen, was ist die Energie des Gegenübers. Was mache ich denn mit meinem definierten Zentrum, mit einem undefinierten? Ich manipuliere ja die Undefinierten ständig mit meinem definierten. So, also wir müssen ein Bewusstsein erschaffen für die gegenseitige Polarität, die wir da aufbauen, ja, wie wir uns gegenseitig tatsächlich beeinflussen und manipulieren. G-Center. Die Sucht nach Liebe und Identität. G-Center ist ja unser Zentrum der Liebe, Selbstliebe sitzt hier und wie gesagt auch diese Frage nach dem, wer bin ich? Das ist hier unser G-Center. Und wenn das undefiniert ist, dann sind die halt, also die wissen halt nie so richtig, wer sie sind. Das ist immer die Frage, wer bin ich eigentlich? So, ihr habt keine beständige Identität. Ihr seid halt einfach so ein bisschen Chameleon-like und ihr dürft immer mal so sein und mal so und das ist in Ordnung. Das Ding ist, wenn die das nicht wissen, nicht bewusst damit sind, dann versuchen die halt irgendwie auf Biegen und Brechen entweder jemand anderen nachzuahmen, also die Identität eines anderen zu übernehmen und dann kann es eine Sucht nach der anderen Person sein, weil ich will so sein wie der. Auch das kann zum Beispiel in der Coaching-Welt eine sehr große Abhängigkeit darstellen, wenn du als nicht definiertes G-Center auf ein definiertes G-Center triffst und versuchst, so wie dieser Coach will ich auch. Ja, auch hier geht es darum, Bewusstsein zu erschaffen. Ich habe ein undefiniertes G-Center, also passiert mir das recht schnell. Also darf ich immer wieder schauen, wer bin ich eigentlich in dieser Beziehung. Ja. Gleichzeitig die Suche nach Liebe. Und das ist wahrscheinlich was man gerade auch so in Beziehung versteht. Mit einem undefinierten G-Center, das sind oft Menschen, die in Beziehung sich echt verbiegen wie so eine Brezel. Hauptsache, ich passe zu dem anderen. Hauptsache, der andere liebt mich. Ja, ich mache alles für dich. Du möchtest das? Kein Problem. Machen wir möglich. So soll ich sein? Na klar. Ja, das sind die wirklich auch in Streitereien immer hinterher den kürzeren ziehen, also den Rückzieher machen, nur damit sie geliebt werden, die sich selber tatsächlich ein Stück weit aufgeben, die eigene Identität aufgeben, um in dieser Beziehung Liebe zu erfahren. Kehle. Die Sucht nach Aufmerksamkeit. Die haben einfach, also wenn sie es ungesund leben, dann ist es immer dieses Gefühl von, keiner hört mich, keiner nimmt mich wahr, ich will gesehen, ich will gehört, ich will wahrgenommen werden, ja? Und die sind dann halt tatsächlich süchtig danach, Aufmerksamkeit aus dem Außen zu bekommen und halt auch ständig bemüht darum, andere Menschen irgendwie diesen Blick auf sich zu ziehen. Und dadurch müssen die sich halt ständig mitteilen. Aber es geht darum, aufzufallen. So, und wie gesagt, das eben bei ihr sieht man es jetzt sehr deutlich, muss nicht immer nur sprachlich sein. Es kann auch tatsächlich sein, dass es Menschen sind, die ihren Körper total verändern, um aufzufallen. Oder die sich total schrill anziehen, um aufzufallen. Ja, also das kann sich auf ganz vielen verschiedenen Wegen äußern. Es müssen nicht immer welche sein, die dann ständig nur brabbeln. Aber es ist auch eben eine Variante, dass das Menschen sind, die dir ständig ins Wort fallen. Ja, du bist irgendwie am Erzählen und die fallen dir ins Wort. Oder, und die wissen das oft gar nicht. Die merken das nicht. Das sind so
Die haben das nicht bewusst auf dem Schirm. Und ich habe immer wieder so Kunden, da finde ich das total spannend, dann erzähle ich denen von ihrem undefinierten Zentrum und die sagen so, nee, nee, das kenne ich nicht von mir. Aber wenn die dann einmal zu Wort kommen, dann hören die nicht mehr auf. Und dann sitze ich immer da und denke, kennst du nicht. Die lieben es tatsächlich, auch ein Stück weit sich selbst reden zu hören. Und die reden dann wirklich, die können dann reden, ohne Punkt und Komma. Und wie gesagt, es ist auch wirklich dieses Reinpoltern. Also da unterhält sich eine Gruppe und der undefinierte Hals ratscht halt immer zwischen rein. Das ist so dieses, hallo, ich bin auch hier. Ja? Und das ist tatsächlich eben ganz, ganz krass, dieses Nicht-Selbst-Thema einer undefinierten Kehle, weil die Angst haben, nicht wahrgenommen zu werden. Also suchten sie regelrecht nach Aufmerksamkeit. Okay, wir gehen weiter. Aschna. Die Sucht mentaler Sicherheit. Ja, erst wenn ich alles weiß, dann. Und das Ding ist tatsächlich, dass Menschen mit einem offenen Aschna ganz oft Angst davor haben, dumm zu wirken. Das sind auch bei den Kindern ganz oft die, die sagen, ach, ich bin eh zu dumm dafür. Das sind oft die undefinierten Aschnas. Die haben immer Angst, das nicht zu wissen. Ja, also das nicht alles greifen zu können. Und prinzipiell ist ja ein undefiniertes Aschna auch nicht hier, um feste Strukturen zu haben. Ein undefiniertes Aschna ist ja hier, um ganz viele Konzepte und Systeme durch sich durchlaufen zu lassen. Das hält an nichts fest. Für die ist Schule eben auch echt so ein Ding, wo eben so feste Strukturen und feste Konzepte und Systeme dadurch laufen gelassen werden und die auswendig lernen müssen und solche Sachen. Das ist für ein undefiniertes Aschna, boah, voll ätzend. Ja? Die nehmen halt alles auf, manchmal verknüpfen sie es miteinander, manches sortieren sie auch direkt wieder aus, weil es für sie nicht Sinn macht und dann ist das wieder los. Das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo das total wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir gewisse Dinge wissen. Allgemeinbildung. Das weiß man doch. So. Und gerade undefinierte Aschnas fühlen sich dann einfach schnell dumm, weil die Sachen halt einfach schnell wieder so aussortieren aus sich, was sie nicht brauchen. Ja. Oder auf andere Art und Weise miteinander verknüpfen. Und dann neigen die dazu, eine mentale Sicherheit vorzuspielen. Und wirklich so sich dann irgendwelche Systeme zu suchen, so ein System oder ein Konzept, wo sie sich dann total reinwerfen und das auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwie in ihren Schädel zu kriegen. Und dann sind die aber auch total engstirnig. Also das sind dann so Menschen, wenn die in ihrem Nicht-Selbst-Thema stecken, mit einem undefinierten Aschna, die alles in Schubladen packen, die nur noch schwarz-weiß denken. Die nehmen alles dann dogmatisch auf. Da gibt es kein rechts und links mehr dran vorbei, weil die versuchen sich dann halt an dem einen Konzept festzuhalten, um irgendwie diese mentale Sicherheit zu bekommen. Krone, die Sucht nach Antworten. Für alle. Antworten für alle. Die Freundin hat Probleme, ich finde eine Lösung. Ja? Der Chef hat neue Konzepte erstellt, funktioniert alles nicht, irgendwie funktioniert es im System nicht, ich finde die Lösung. Die Kinder kommen nach Hause, haben Stress in der Schule. Ich finde die Lösung. Ich werde das mit dem Lehrer klären. Offene Krone. Ich muss die Lösung finden. Und das ist halt auch so ein Suchtprozess tatsächlich, weil sich in deinem Kopf halt den ganzen Tag nichts anderes bewegt als diese Monologe. Kennst du das? Ich habe auch eine offene Krone, ich kenne das sehr gut. Wenn ich spazieren gehe, dann führe ich Unterhaltung in meinem Kopf. In 15 Varianten. Und das Problem ist tatsächlich dabei, oder das Nicht-Selbst ist, du verlierst dich halt in den Themen anderer Menschen. Du verlierst dich in den Situationen anderer Menschen. Und dadurch lenkst du dich eigentlich von deinem eigenen Leben ab. Du lenkst dich davon ab, die Dinge zu tun, die dir wirklich entsprechen. Weil du so viele Fragen in deinem Kopf hast, die überhaupt nicht deine sind, aber die du unbedingt auflösen musst. Weil nur dann lässt der Druck lassen danach in deinem Kopf. Ja, ihr kennt das aus der Wurzel. Erst wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann ist der Druck fertig. Offene Krone. Erst wenn ich alle Fragen beantwortet habe und jede Lösung habe, dann habe ich endlich Ruhe im Kopf. Dann hört das endlich auf. Es wird nicht aufhören. Es ist wie bei der Wurzel. Sobald du die Frage beantwortet hast, wirst du dir eine neue suchen. Das ist die Sucht.
danach auch Fragen beantworten zu können. Das ist auch ein geiles Gefühl. Todesfeind einer offenen Krone, Social Media. Ich meine, ihr wisst das, ich liebe Social Media, ich bin sehr aktiv in Social Media, aber tatsächlich für eine offene Krone ist das so giftig. Weil wir halt auch ständig sehen, was die anderen gerade brauchen. Ja, und wir ständig, also die offene Krone ist ja auch für Inspiration da. Wir sind halt dann immer auf allen möglichen Profilen unterwegs und suchen, auch das ist eine Sucht, die Suche nach neuer Inspiration. Oh, was kann ich noch Tolles machen? Oh. So, ja, also es ist ja ein geiles Gefühl, wenn man dann wieder was findet und sagt, oh, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und die Sucht nach Inspiration und Social Media ist da einfach wirklich ein Riesenfeld, wo wir uns mit dieser offenen Krone wirklich Stunden drin verlieren können. Auf einmal sind 5 Stunden rum und du hast noch nichts weiter gemacht, außer in Instagram zu gucken oder in Facebook oder wo auch immer du bist. Für eure Zeit hier, dass ihr mir diese Zeit auch schenkt, um euch all das mitzugeben. Genau, und das ist wirklich was. Hört euch das auch immer mal wieder an oder schreibt euch einfach so diese relevanten für eure Zentren mal raus. Schreibt euch das raus für eure undefinierten Zentren und auch vielleicht so ein Release-Tool, wo ihr sagt so, oh ja, da resoniert es auch mit mir. Und konzentriert euch einfach mal eine Woche, nehmt euch mal so eine Woche Zeit wirklich für ein Nicht-Selbst-Thema in einem Zentrum, wo ihr auch wisst, das ist sehr aktiv in mir. Und erlaubt euch mal, diese Release-Übung auch täglich zu machen dann. Und schau mal, wie sich's verändert. Wie gesagt, Human Design ist immer ein Selbstexperiment. Es ist kein, ich habe es jetzt gehört und jetzt weiß ich es und jetzt ist gut, sondern es geht dann eben tatsächlich auch von hier oben in den Körper und dafür dürfen wir es machen. Aktiv.